und das zweite Booster von Oath of the Gatewatch. Das letzte war ja schon ziemlich gut. Ich finde es immer noch interessant, dass man aus diesen Boostern hier, die gar nicht so teuer sind, immer noch richtig Value ziehen kann. Einfach nur durch diese Expedition-Länder und so weiter. Das ist halt super selten, aber wenn, dann hat man halt richtig, richtig, richtig rausgesorgt. Searing Light. Ein Mana Instant. Man zerstört eine angreifende oder verteidigende Kreatur mit Stärke 2 oder weniger. Das ist nicht bad. Spark Mage Gambit. 2 Mana Sorcery fügt einem ein Schaden bis zu 2 Kreaturen zu. Diese Kreaturen können nicht blocken. Also man fügt je einen Schaden zu. So ist es richtig. Tear Snare. 3 Mana Instant. Eine Kreatur kriegt minus 3, minus 2. Ja. Da sieht man in 3-2-3 sie sterben. Core Scythe Master. 3-3-1. Hat Erstschlag, solange er angreift. Nicht bad. Expedite. 1-Mana-Instant. Eine Kreatur kriegt Eile und mit ziehende Karte. Nicht schlecht. Oblivion Strike. 4-Mana-Sorcery mit Devoid Exil. Eine Kreatur. Auch nicht so bad. Kenne ich mal auch. Sweep Away. 3-Mana-Instant. Man bringt eine Kreaturenkarte zurück auf die Hand. Wenn es eine angreifende Kreatur war, legt sie oben aufs Deck. Für 3 Mana? Ist okay. Lead by Example. 2 Mana, Support 2. Instant, ja. Okay, kann man machen. Hadron Crawler. 2 Mana 0-1, tappen für ein Farbloses. Es ist so cool, dass hier dieses Farblos ja eingeführt wurde. Dieses Farblos-Symbol represents colorless Mana. Cultivator Drone. 3 Mana, 2-3, Devoid, also hat sie keine Farbe. Tappen für Farbloses, kann nur für Farbloses Spells aktivierte Fähigkeiten benutzt werden. Oder Mana kosten hier explizit dieses Farblos Contain. Okay. Dann Cliffhaven Vampire. 4 Mana 2-4 fliegend und immer wenn du Leben kriegst, verliert jeder Gegner ein Leben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Press into Service. 5 Mana, Support 2. Dann kriegt man die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges. Wird enttappt und sie kommt eines zumindest zu uns. Jonas Blessing. Ich wusste gar nicht, dass Jona überhaupt noch lebt. Aber Jona war nicht aus dem Set, oder? Ne, Jona ist nicht aus dem Set. 4 Mana verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 Wachsamkeit und kann das zusätzliche Kreatur blocken. Auch hier ein Ding von Jona. Jona war doch nicht aus dem Set, oder? Ich meine nicht. Und Fall of the Titans. Ein rotes Doppel-X oder halt Search für ein rotes und X. Search bedeutet, wenn dieser, wenn ein Teammate einen Zauberfeuerkast hat, kostet der halt dann nur ein rotes und X und fügt bis zu 2 Kreaturen und oder Spieler X Schaden zu. Der ist nicht schlecht. Island Core Alley. Ja, das war das Booster. Ich habe keine Ahnung von den Preisen oder sonst was. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Wir werden es sehen. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ab ich seht. Ciao, ciao.